Die folgende Sequenz ist ein Auszug aus dem Online-Training Next Level Project Skills. Um den kompletten Kurs zu kaufen, gehst du einfach auf www.pm-botschaft.com. Vielen Dank. So, in Summe habe ich dir also 4 Frameworks mitgebracht. Agile Vorgehensmodelle, Kanban, Scrum, Design Thinking und Lean. All die werden fast in einem Atemzug als agiles Framework unter der Agilität mitgeführt, wobei das auf Kanban, und darum geht es jetzt in diesem Video, nicht ganz zutrifft. Also die Hardcore-Kanbanisten und Nistinnen würden sagen, nee, so einfach ist das nicht. Das ist jetzt per se kein agiles Vorgehensmodell. Und ich würde sagen, es ist sogar das perfekte hybride Vorgehensmodell aus Agilität, was Agilität, agile Vorgehensweisen kombiniert mit deterministischem, planvollem Vorgehen aus dem klassischen Projektmanagement. Das macht es zu einem hybriden Modell. Und agil würde heißen, wir lernen aus Feedback, während wir Projektfortschritt machen und wenden das an. Das macht es zu hybriden Projektmanagement oder zu hybriden Managementansatz, um mehr Planungssicherheit zu erzielen. Und das ist auch die Idee von Kanban, dieses iterative, feedback-orientierte Dazulernen zu nutzen, um die Zukunft genauer vorherzusagen und mehr Planungssicherheit für sich wiederholende Aufgaben zu erzeugen. Und da könntest du jetzt reinspringen und sagen, ey Chris, warum denn sich wiederholende Aufgaben? Wir sind doch hier in einem Projekt, das hat einen Einmaligkeitscharakter, ein Start, ein Ende. Ich will ja gar nicht, dass sich die Dinge wiederholen. Ich will ja gar nicht allzu viele Schleifen einbauen und an denselben Dingen nochmal arbeiten. Und deswegen, damit das mehr Klarheit für dich gewinnt und um auch zu sehen, für welche Projekte, welche Projekttypen ist denn Kanban prädestiniert, es anzuwenden, habe ich dir ein Beispiel mitgebracht aus meiner Vita und Vergangenheit. Und zwar habe ich in Kanada nicht nur mein Mountainbike, die Downhill Single Tracks runtergejagt, sondern ich habe dort auch gearbeitet. Im Projektmanagementbüro der Firma Vega habe ich dort, war ich als Projektmanager tätig, als Multiprojektmanager. Und eines der ersten Projekte, die ich bekommen habe, war das Label-Update-Projekt. Worum ging es da? Die Firma Vega, damals noch ein Startup, mittlerweile eine Marke von Danone, vertreibt vegane Sportlernahrung. Also das, was du kennst als Proteinriegel oder als diese Quetschigels oder Proteinshakes, trocken zum selber mischen oder als Ready-to-Drink. Und auch Vitamin-Sachets, die ich in meinen Drink einfach dazu packen kann. Alles auf pflanzlicher Basis und zwar in Nordamerika, Kanada und den USA, mittlerweile auch in Großbritannien. Und das Projekt, was ich dort übergeben bekommen habe, Label-Update-Projekt, ging darum, dass die FDA, die Food and Drug Administration in Nordamerika, die deklariert oder bestimmt, wie Lebensmittel zu deklarieren sind, was da also draufstehen darf, muss und soll. Da haben sich die Regularien geändert und es gab eine Deadline, bis wann diese umgesetzt werden müssen. Bis wann beispielsweise jetzt Added Sugars, hinzugefügte Zucker, extra ausgewiesen werden müssen, nicht in einer Zeile mit Zucker in Summe. Und da siehst du auch schon, wo wir sind. Wir sind auf dem Produktlabel, wo die ganzen Inhaltsstoffe draufstehen, auch Eiweiße, Proteine und Fette und Vitamine und Spurenelemente. All die Dinge, die auch im Idealfall von Marketing dafür genutzt werden, um die Vorderseite der Verpackung zu frisieren und zu pimpen und zu sagen, hey, hier sind 20 Gramm Protein drin und guck mal, der Wettbewerb, der hier neben im Regal steht, da sind nur 15 und wir haben auch noch Vitamin K und Vitamin C und Vitamin D und Omega-Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Also du weißt, worauf ich hinaus will, ist, dass diese neuen Regularien dazu geführt haben, dass wir im Endeffekt jedes einzelne Produkt, was die Firma vertrieben hat und in die Regale stellte
uns anschauen mussten, was sind denn die Implikationen auf dieses Label, und zwar für die Rückseite der Verpackung als auch für die Vorderseite, womit wir Werbung machen und claimen, was wir claimen, und auf der Rückseite, was, wenn sich der Konsument oder die Konsumentin näher informieren möchte, denn im Detail in diesem Produkt drin verarbeitet wurde. Und wie gesagt, war ich neu bei Vega, hatte bis dahin eine externe Beraterin gesteuert, und zwar hatte die eine riesengroße Excel-Tabelle. De facto waren es ganz viele riesengroße Excel-Tabellen, und in denen stand im Wesentlichen für jeden Prozessschritt, für jedes Produkt standen Daten drin. Es war also komplett durchgeplant. So habe ich das gefunden. Den Plan konnte mir niemand erklären, denn als sie ging, hat sie das einfach meinem Chef auf den Tisch gelegt, auf einem USB-Stick oder auf dem Drive gesagt, hier, das ist alles, woran ich gearbeitet hatte. Ich bin dann mal weg, übernehmt. Das habe ich bekommen. Mir konnte es keiner erklären, auch keine anderen im Team. Und deswegen habe ich mir gedacht, so geht das aber nicht. Ich vertiefe mich mal, und ich habe zudem noch 10 andere Projekte. So wird das nichts. Das ist ein wahnsinniger Pflegeaufwand, all diese Boxen zu pflegen und dann zu kommunizieren. Ja, da hat sich wieder ein Datum geändert. Und schau mal bitte dort rein. Und da ja sowieso niemand wusste, wo die Tabellen liegen, was die anzeigen, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren, habe ich kurzerhand den Modus verändert. Und zwar habe ich im Rahmen meiner Einarbeitung einfach alle Prozessbeteiligten getroffen. Das waren natürlich Marketing, Brandmanagement, die jetzt Sorge hatten, dass ihre Claims so nicht mehr auf der Verpackung funktionieren, sie die ändern müssen und damit vielleicht anders gegenüber sich zum Wettbewerb positionieren müssen. Da hatten wir die Entwicklungsabteilung, die jetzt sagen muss, hey, um den Claim zu halten, müssten wir aber so und so die Formulierung ändern. Und dann war natürlich Regulatory, die sagten, also so und so dürfen wir das jetzt ändern, das und das muss am Ende draufstehen, das ist legal, das ist illegal. Und dann hatten wir das Customer Experience Team, die natürlich Feedback von den Kunden bekommen hatten und wussten, hey, wenn wir jetzt das Produkt einmal anpassen, können wir nicht das noch mit reinnehmen und das machen und schauen, wie wir die Formulierung so ändern, dass wir so und so werben können, weil das würde uns gegenüber dem Wettbewerb den und den Vorteil bringen, und das will auch unser Konsument, unsere Konsumentin. Und dann war da natürlich noch die Kreativabteilung, die sagten, ja, wir müssen die ganzen Artworks bearbeiten. Wir haben sowieso viel zu tun. Könnt ihr uns mal sagen, wann wir jetzt welchen Input bekommen, damit wir das für die Produktion fertig machen können, damit die Verpackung dann drucken? Und die Produktion hat wiederum gesagt, ja, Chris, wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht zu viel von der alten Verpackung auf Halde liegt, sobald wir umswitchen auf die neue Verpackung. Da vernichten wir richtig Wert bei den vielen Millionen Produkten, die dort im Regal stehen. Das funktioniert so nicht. All diese Gespräche habe ich geführt und so diese Prozesskette, die du hier im Hintergrund schon die ganze Zeit siehst, das soll sie, um diese Prozesskette zu skizzieren und zu schauen, wer ist wo beteiligt. Und dann habe ich nichts anderes gemacht, außer mir diesen Farbcode hier zu merken und diesen Farbcode übertragen auf eine große Wand. Und da haben wir in jede Zeile die unterschiedlichen Produktkategorien, Produkte geschrieben, indiziert, wie viele SKUs, Stock Keeping Units, also Einzelartikel, die so im Laden auch verkauft werden, dahinter stecken, was jetzt die Besonderheit zu den Claims sind, womit wir werben wollen, können, dürfen, was wir verändern wollen, stand meistens in den Kommentaren. Und dann siehst du einen ganz einfachen Kalender. Und da haben wir die Farblogik abgetragen. Und jetzt siehst du vielleicht hier, oh, hier ist aber viel grün. Das war ja hier vorher auf der Seite gar nicht so viel grün. Naja, das ist ja nur der Prozess Schritt für Schritt für Schritt. Jetzt haben wir den auf eine Zeitlinie gebracht. Wie lange braucht denn die Entwicklungsabteilung, um hier die Reformulierung hinzubekommen? Da sind dann vielleicht auch nochmal Degustationen, also Verkostungen mit den Kunden notwendig, Blind Tastings, um rauszufinden, schmeckt das dann nach der Reformulierung noch so, wie wir das wollen, oder sogar besser. Also du siehst die Reihenfolge, die Sequenz, weil man dieselbe, nur die Zeitdauern waren anders. Und dann habe ich gesagt, liebes Team, das habe ich vorbereitet, so habe ich es verstanden, habe ich es richtig verstanden. Dann haben wir noch mal ein bisschen ummodelliert
Und dann habe ich gesagt, voilà, wir treffen uns bitte jetzt einmal pro Woche vor diesem Board und diskutieren, woran starten wir denn jetzt zu arbeiten? Mit welchen SKUs, mit welchen Artikeln beginnen wir? Was machen wir danach? Bis wann sind wir fertig? Wann switchen wir in der Produktion? Bis wann ist denn die Deadline, dass wir legal am Markt nur noch das neue Label führen dürfen? Und gesagt, jeder von euch, wir haben miteinander gesprochen, hat jetzt eine Farbe. Und wenn ihr Änderungswünsche habt, könnt ihr selber eure Post-its von rechts nach links verschieben. Ihr seht ja dann, auch da, wir haben miteinander gesprochen, jetzt können wir das weiter tun. Ihr seht ja dann, welche Implikationen das hat, wer dann als nächstes an der Schnittstelle steckt und mit wem ihr sprechen müsst, wenn ihr es nach rechts schieben wollt, also mehr Zeit braucht. Wer muss denn dann Zeit aufholen? Und da gibt es noch Puffer und alles ist okay. Und wir können es in Summe nach rechts schieben. Und wer muss dann noch informiert werden? Das war die Idee und das hat super funktioniert. Und dann gab es nur noch eine Aufgabe für mich, damit das Management nicht diesen ganzen Detailwust verstehen muss, habe ich noch ein Management-Board gebaut, in dem alle Produktfamilien aufgeführt waren. Das sind, wenn man die clustert, gar nicht mehr so viele. Die wesentlichen Top-Level-Kommentare, Risiken mit einem roten Sticker ausgewiesen und dann, wie viele Produkte denn ab welchem Monat im Markt mit dem neuen Label sein werden und was ändert sich da gegebenenfalls. Das war alles, was ich gemacht habe, um das Projekt neu aufzusetzen. Und dann haben wir begonnen zu arbeiten. Und zwar, wie ich dann feststellen musste, ziemlich schön an den Kanban-Prinzipien orientiert. Feststellen musste, weil ich habe das zugegeben damals sehr intuitiv gemacht und erst Stück für Stück bin ich dahinter gekommen, dass das ja schon starke Kanban-Züge hat und mich dann mehr damit beschäftigt. Und dann, um die Dynamik im Team zu fördern und auch alle Vorteile von Kanban komplett auszunutzen, mich damit weiter beschäftigt. Und die habe ich dir mal alle auf einer Seite mitgebracht. Und damit du, ho, 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 jetzt nicht Death by PowerPoint erlebst, was wir machen ist, ich springe hier kurz raus in den Präsentationsmodus und wir erschließen uns dieses Chart Stück für Stück gemeinsam. So, Kanban in a nutshell. Auf einer Seite fügen wir jetzt alles zusammen, was Kanban im Kern ausmacht und starten mit dem Thema, worauf fokussiert denn Kanban? Du wirst es schon erkannt haben an meinem Beispiel, es geht um Durchsatz, Throughput, würde man im Englischen sagen, und es geht um Pragmatismus. Wir wollen also verstehen, wie die Arbeit funktioniert, wie Wert entsteht in der Wertkette und so ein End-to-End Ablaufverständnis darüber gewinnen, wie wir hier im Projekt miteinander zusammenarbeiten. Und dann dieses gelernte Anwenden auf künftige Abläufe, die auch wieder in der Sequenz stattfinden, damit wir dann dort Zeit gewinnen. Also du erinnerst dich an diesen langen R&D-String, können wir es nicht mit den Erfahrungen, die wir am Anfang sammeln, oder gesammelt haben, schaffen, dort eine Verkürzung zu erzielen. Also mehr Planungssicherheit für die kommenden schwierigen Artikel. Wir haben mit den Low-Hanging-Fruits angefangen, mit den einfachen, wo sich wenig ändert, mit dem Kalkül dort zu lernen, um dann die komplexeren wesentlich effizienter durchzumanövrieren. Das war das Kalkül, um den Durchsatz zu optimieren. Und Kanban hat uns die Möglichkeit gegeben, wie du siehst, und das sind auch die großen, starken Vorteile, sofort ins Tun zu kommen, ganz stark umsetzungsorientiertes anzugehen, denn wir mussten jetzt keine extra Rollen einführen. Wir haben genau mit dem gestartet, was wir haben und wo wir standen. Und deswegen ist auch Kanban im Kern sehr leicht kombinierbar mit anderen Projektmanagement-Methoden und auch mit anderen agilen Frameworks wie Scrum beispielsweise. Vielleicht kennst du den Begriff Scrumban. Und womit ich auf jeden Fall auf dieser Seite auch aufräumen möchte, ist das Vorurteil, dass Kanban lediglich bloßes Zettel an die Wand kleben ist. Du hast es wahrscheinlich schon
in meinen Erläuterungen zum Projekt erkannt, dass da mehr passiert ist als nur Chris ging dahin, hat Zettel an die Wand geklebt und das Projekt war fertig. So läuft es ja nicht, so lief es auch da nicht. Und deswegen möchte ich dich mitnehmen in einen tiefgehenden Einblick zu den wesentlichen Grundprinzipien von Kanban. Das sind 5 an der Zahl. Über den ersten haben wir schon gesprochen. Also starte genau dort, wo du bist, mit dem, was du hast und konzentriere dich auf kontinuierliches Verbessern, damit dann künftige, sich wiederholende Abläufe davon profitieren. Also keine Reorganisation. Du dokumentierst eher bestehende Regeln, damit die Zusammenarbeit klar wird, an den Interfaces, an den Schnittstellen klar ist, wie gearbeitet wird. Und dann nimmst du lediglich die Änderungswünsche, die von außen kommen, und versuchst über Reviews, über gemeinsamen Austausch, über Retrospektiven, da gehen wir beim Thema Scrum noch näher drauf ein, zu reflektieren, wo ist denn jetzt Veränderungsbedarf? Was haben wir gelernt? Was können wir optimieren, verbessern? Wo haben wir mehr Planungssicherheit? Wo können wir den Plan verfeinern? Und so treibt ihr im Projekt, haben wir im Projekt den Wandel vorangetrieben an dieser Wand, an der wir, und das ist das wesentliche Prinzip Nummer 2, die Abläufe, die Wertkette, den Wertstrom visualisiert haben. Und das natürlich dann, ich habe es schon mehrfach jetzt betont, genutzt haben, um gemeinsam in den Austausch zu kommen, um gemeinsam in die Kommunikation zu gehen und uns gegenseitig zu unterstützen, wenn wir sehen, irgendwo klemmt es hier. Und dafür hat tatsächlich dieses einfache Board, diese einfache Tabelle gereicht. Wir nannten das dann Wallpaper, also Tapete. Und wir haben einfach alles, was zu tun war, dort abgetragen. Und zwar in der Logik, wie es durchs System getragen wird, beziehungsweise wie die Aufgaben durchs System fließen. Darum hatte ich ja vorher mit den Beteiligten gesprochen. Und das ist auch etwas, wozu ich dich motivieren möchte. Bau kein Board, in dem steht ja in Planung, in Bearbeitung, in Review abgeschlossen. So arbeiten wir ja nicht. Das ist ja kein End-to-End-Wertstromverständnis. Ja, so ein Status kann diese Aktivität haben, aber real, hast du ja gesehen, arbeitet erstmal Brand und Marketing daran, Brandmanagement, dann R&D, dann Regulatory und so weiter und so fort. Und in dem Beispiel hast du es schön gesehen, wie eigentlich die Abläufe aussehen und dass da ein in Arbeit ganz viele in Arbeit Unterschritte hat. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, eine Spalte in Arbeit, weil dann guckst du da drauf und weißt gar nicht, ja, wo und wie denn jetzt in Arbeit. Und ein Beispiel aus der IT ist, wenn ihr etwas codet, ein Stück Software schreibt, dann ist es ja auch so, dass der Code, du könntest in der Entwicklungsumgebung coden, in der Testumgebung Anpassungen machen und coden. Du könntest im produktiven Live-System eingreifen und coden. Also auch da nur Code schreiben, würde jetzt erstmal nichts sagen. Und dann haben wir noch das Thema Testing. Wo in welcher Umgebung testen wir denn? Und wo in welcher Umgebung, also Development, Production, Testumgebung, kann auch mehrere geben, wo führen wir denn den Code zusammen? Und deswegen ist Code Merger alleine eben auch keine gute Spaltenüberschrift, sondern es ist wichtig zu wissen, wo in welcher Phase der Codeentwicklung, der Softwareentwicklung stecken wir denn, um dieses Beispiel mal zu bemühen. Und deswegen auch Tipp an dieser Stelle von mir, versuch wirklich die Wertkette dort abzubilden im Prozessablauf auf eurem Board, weil es nicht nur zeigt, wie die Aufgabe durchs System fließt, sondern euch Transparenz darüber gibt, wo steht denn die Aufgabe heute wirklich, ohne viel Fragen, Nachfragen stellen zu müssen. Und dir als Projektleiterin oder Projektmanager gibt es die Möglichkeit, die Performance einzuschätzen, weil du siehst, wie schnell sich das da durchbewegt. So, das zum wesentlichen Prinzip Nummer 2. Nummer 3 ist, das gefällt mir sehr, dass Arbeit gezogen, gepullt wird. Hier geht es also darum, dass Kanban die Selbstorganisation fördern möchte. Niemand Arbeit zugewiesen bekommt, also du jetzt nicht als Projektleiterin oder Projektmanager, die Verteilstation bist für anfallende Aufgaben und bestimmst, wer macht was bis wann.
So will das Kanban nichts, sondern Kanban fördert die Eigenverantwortungsübernahme. Und das war auch eine schöne Dynamik zu sehen in meinem Projekt. Da hat sich dann das Team versammelt, angefangen, die Sticker umzukleben beziehungsweise darüber zu sprechen, wo sie gerade stehen mit ihren Schnittstellenpartnern. Und sie wollten dann nicht, dass irgendjemand anders dieses Post-it umklebt, sondern sie selber wollten das machen. Sie haben sich also angefangen, mit der Arbeit zu identifizieren. Dadurch entstand eine ganz andere Verbindlichkeit, auch ein ganz anderer Flow. Das Team hat sich vor der Wand getroffen, ohne dass ich dabei war, um mal eben zu sagen, hey, ich habe da ein Thema, können wir mal kurz gucken, was das für Auswirkungen hat. Oh, da müssen wir den und den noch mit einberufen. Ja, lass gleich mit hinzuziehen. Der hat vielleicht 5 Minuten Zeit oder die. Dann besprechen wir das gemeinsam hier vor der Wand. Und genau das ist passiert. Viel spontaner, als wenn ich das immer organisieren müsste mit Meetings, ging dort der Arbeitsfortschritt voran. Und diese Dynamik war unglaublich wertvoll. Und ich war häufig in den Meetings selbst nur noch Moderator und gar nicht mehr Dreh- und Angelpunkt und Schnittstelle, sondern habe eher geschaut, wo gibt's Störungen oder Engpässe, wo kann ich dem Team helfen, wo sie selber sich nicht helfen können, um voranzukommen und ihnen den Rücken frei zu halten. Ein weiteres Prinzip, das vorletzte, was ich dir mitgebracht habe, ist, dass Kanban wünscht, den Kunden zu involvieren, klar mit dem Kalkül, das Kundenverständnis zu erhöhen, zu wissen, was es wirklich braucht, um dann effizienter Output-Ergebnisse zu erzeugen. Also Kanban ist ja sehr serviceorientiert und häufig ist es ja so, du kannst gar nicht den Kunden, in unserem Fall wäre das der Konsument oder die Konsumentin, mit reinnehmen und immer mit vors Board stellen. Nicht realistisch, selbst wenn du Kunde als Auftraggeber in bezeichnest, das wäre in dem Fall unser CEO gewesen, der hatte keine Zeit, sich mit uns vor dieses Board ständig zu stellen. So hatten wir einen Repräsentanten des Kunden und das war, im Kanban heißt es Product Owner, in unserem Fall der Product Manager oder die Product Managerin, denn du hast ja gesehen, das waren ganz viele verschiedene Produktkategorien und Produkte. Das heißt, wir hatten einen Querschnitt durch alle Produkte, die involviert waren, also auch alle Produktmanager. Und die haben wir dann, immer dann, wenn wir sie brauchten, mit involviert. Und die haben dann den Kunden repräsentiert. Die wussten, was der Markt, der Kunde wünscht, braucht, wie der Wettbewerb sich am Markt positioniert hat und worauf es jetzt ankommt. Und die haben diese Kundensicht repräsentiert, damit wir in der Reformulierung und Anpassung der Verpackung und Claims das entsprechend berücksichtigen konnten und damit, und du siehst es wieder, es zählt nicht auf Iterationen ab, sondern das hernehmen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen und beim nächsten Produkt auch zu wissen, hey, da ist es doch auch so, da brauchen wir mehr Proteine, da hat sich der Markt weiterentwickelt, lass uns das da reinbringen und gucken, dass es trotzdem noch schmeckt. Erbsen- und Hanfproteine können manchmal ganz weird schmecken, drum ist das ein Riesenthema im veganen Produktmarkt, aber das nur so am Rande. Wir schauen uns noch das letzte Prinzip an, was ich dir mitgebracht habe, nämlich ein Prinzip, was sogar über einen Begriff definiert wird, WIP, Work in Progress. Kanban möchte, dass ihr die Aufgaben, die sich gleichzeitig in Bearbeitung finden, minimiert bzw. auf ein bestimmtes Limit reduziert. Ganz einfach, um Multitasking zu vermeiden und es hat auch noch weitere Nebeneffekte. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, in der Spalte, wo das Artwork redesigned wird, dürfen nicht mehr als 5 Aufgaben stehen, weil mehr schaffen die in Zeit X sowieso nicht und verlieren dann auch den Überblick. Und dann wird jetzt ein Feld frei, weil damit sind die jetzt fertig geworden, heben den Arm, hey, pull, was ist das Nächste, was steht an? Dann seid ihr jetzt als Team gezwungen zu priorisieren, ja, was geben wir denn der Artwork-Abteilung als nächstes für ein Artwork zur Überarbeitung? Also wir werden indirekt gezwungen, hier zu überlegen, was ist dringend, was ist wichtig oder andere Kategorien, die wir heranziehen, um die Priorität zu bestimmen. Und wir können auch identifizieren, ob es irgendwo zu Engpässen kommt, Bottlenecks oder Nadelöhr wird das im Fachjargon genannt,
Wenn wir festgestellt haben, seit 3 Wochen rührt sich da einfach nichts in dieser Spalte, dann müssen wir offensichtlich was tun. Also normalerweise wäre das schon längst fertig, hier kommt jemand nicht voran. Für dich als Projektmanager oder Projektleiterin das Indiz dafür zu sagen, hey, wir brauchen hier meine Unterstützung. Was fehlt, ist es Know-how, sind es Informationen, ist ein Lieferant, der nicht eng genug mit eingebunden ist. Da warten wir jetzt ewig und kriegen kein Feedback. Oder ist es nur eine komische Urlaubssituation, wo die Vertretungsregelung nicht klar ist. Du weißt, siehst, worauf ich hinaus will. Wir erkennen das jetzt, wenn der Flow an bestimmten Stellen stockt. Alles bewegt sich von links nach rechts. Und hier bleibt eine Sache in der Mitte stehen. Was ist da los? Und das versucht ihr dann gemeinsam zu ergründen und die Learnings anzuwenden auf den künftigen Workflow, um dort wieder planbarer, sicherer und mit mehr Effizienz durch dieselben Abläufe durchzumanövrieren. Dann rennt ihr wieder in dieselbe Situation, wisst ihr jetzt, was zu tun ist und müsst nicht warten, bis irgendwann jemand erkennt, ja, schon wieder dieselbe Situation. Nein, wir haben einen Plan B und wissen, was zu tun ist. Das ist Kanban in a nutshell. Die wesentlichen Prinzipien und am Beispiel sollte jetzt sehr plastisch klar geworden sein, auch für welchen Projekttyp sich Kanban eignet. Ich hoffe, bei dir sind jetzt viele Funken gesprüht im Kopf und in den Gedanken, was von diesen Prinzipien und diesem Ansatz, Projekte und Abläufe in den Flow zu bringen, den Fokus hochzuhalten, was davon für dich und dein Projekt nützlich sein könnte, das würde ich mir zumindest wünschen, denn ich nehme es schon mal vorweg, am Ende dieses Moduls lautet meine Einladung in der Transferaufgabe, dir eine Sache rauszupicken aus dem, was wir uns hier angucken und einfach mal zu experimentieren, ob das in deinem Projekt einen Unterschied machen kann. Und drum, sperr weiter Augen und Ohren offen und mach dir gerne mal Notizen, wo du glaubst, hey, davon könnten wir profitieren. Und dann hier geht's knackig weiter. Ich teile mal die nächste Seite mit dir. Und zwar gucken wir uns jetzt Scrum an. Das ist das nächste Framework, in das wir vertiefend einsteigen werden. Es ist wohl das populärste Framework von allen. Häufig wird Agilität und Scrum sogar fast gleichgesetzt. Ob das gerechtfertigt ist, das erschließen wir uns jetzt gemeinsam im nächsten Video und darauf freue ich mich. Bis gleich.